eine kleine Preview von einem Stück, an dem ich gerade arbeite. Habt ihr gesehen, ich habe da gerade den Bass reingetackert. Das Ding habe ich gestern Nacht um 1 habe ich das noch gemacht. Ich war noch ein bisschen aufgepeitscht, weil ich in der Arte Rock'n'Roll Mediathek die Reportage über Liam Gallagher geguckt habe. Da gibt es eine hervorragende Reportage, quasi nach dem Ende von Oasis wurde er begleitet bis zum Release seines Soloalbums. Und die Ups and Downs und so weiter und so. Cool gefilmt, gut erzählt. Da konnte ich noch nicht ins Bett gehen, sondern musste auch noch irgendwie so ein bisschen prollige Gitarrenmusik machen. Und das ist dabei rausgekommen. Und da habe ich gestern Nacht nicht mehr geschafft, nur den Bass einzuspielen. Deswegen habe ich das jetzt gerade gemacht. Und das habt ihr gerade in Ausschnitten gesehen. Nee, kann ich nur empfehlen. Packe ich auch in die Shownotes. Davor habe ich in der Arte Mediathek die Reportage von The Kings geguckt. Die bösen Buben des Rock'n'Roll oder so heißt die. Auch hervorragend. Und dadurch, und Dortmund hat auch noch gewonnen und Frankfurt verloren. Also ich war halt völlig, völlig aufgepeitscht noch. Und dann musste ich gestern dann noch, habe ich da 3 Stunden lang eine Gitarrenschicht über die andere gelegt. Und jetzt habe ich mir das gerade nochmal angehört und finde es eigentlich tatsächlich immer noch ganz geil. Ich weiß halt nur überhaupt gar nicht, was ich da singe, wie ich da singe, ob ich überhaupt, das ist ja relativ langsam, ob ich da überhaupt singen kann mit meinem sehr spartanischen Talent. Muss ich mal gucken. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten, vielen Dank fürs Feedback von der Remix-EP. Ist halt elektronische Musik, Leute, ne? Kein stumpfer 2 Minuten Indie-Rock-Stampfer, sondern hier und da ein bisschen gefrickelt, ne? Ist nicht jedermanns Sache, aber könnt ihr auch die anderen Sachen dann hören, ne? Ja, ansonsten gibt's nichts Neues. Zum Thema Hummeln in meinem Tisch irgendwie aus Vlog Nummer 8 hat bisher keiner was geschrieben. Hab da auch keine Ahnung von, ne? Was so Hummeln in so Bohrlöchern suchen, machen, bauen, erwarten. Naja. Guckt euch also mal die Liam Gallagher-Reportage an. Ist ziemlich gut. Und an so einem Sonntag, was soll man dann sonst machen gerade, ne? Dürfte auch mal ein bisschen Fernsehen gucken. Ja. Gut. Sonst fällt mir auch gerade nichts ein. Ich bin müde, ich muss hier nochmal kurz irgendwie durch die Bude saugen. Heute so weiter keine Zeit für Rock'n'Roll, außer diese Bassline. Und die habt ihr ja gesehen. Kommt gut durch. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Geil. Gleich lege ich mich gleich vielleicht noch ein bisschen raus. Kommt gut durch die Woche. Und falls es was Neues gibt, werdet ihr es als erstes erfahren. Hier im Oleg Vlog. Tschüss.